Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Der Pate, die Dawn Edition auf der PlayStation 3. Heute an diesem wunderschönen Sonntag, dem 13.03. um 14.48 Uhr. Und beim letzten Mal haben wir unser erstes Geschäft übernommen, beziehungsweise wir haben dafür gesorgt, dass wir Schutzgeld fortan bekommen von jenem Geschäft. Aber ich habe dann die Folge beendet und das Spiel beendet in der Hoffnung, an der Stelle wurde gespeichert oder wird gespeichert. Und das ist nicht der Fall und deswegen müssen wir jetzt nochmal hier diesen Laden hier übernehmen. Aber ich versuche das mal im Schnelldurchlauf eben zu machen. Ja, die Druckanzeige, das kennen wir ja noch von der letzten Folge. Ja, einfach hier ein bisschen seine Sachen smashen und dann geht's schon. Schön, hatten Sie es hier. Ha! Oh, mit dem Kick sogar. Wie viel kostet das? Bestimmt eine ordentliche Stange Geld, aber... Kann ich auch das Fleisch hier kaputt machen? Das Zeug war nagelneu! Okay. Mehr darf ich nicht machen. Und ja, der Typ ist genau, sieht genauso aus wie vorher. Das habe ich in der letzten Folge irgendwie in Frage gestellt. Da war ich mal wieder extrem lost, aber es passt. Hey. Hören Sie, Emilio. Die Gegend hier gehört den Corleones. Entweder Sie bezahlen Cash oder mit Ihrem Leben. Ich will keinen Ärger mit Ihnen. Nehmen Sie das Geld und grüßen Sie Luca von mir. Und by the way, ist das der Synchronsprecher von Hagrid aus den Harry Potter Spielen. Und auch aus den Filmen? Ich weiß gar nicht. Nee, ne? Oder? Nee, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall aus dem PlayStation 1 Spiel oder aus den PlayStation 1 Spielen. Aus den beiden Teilen. Ich glaube, ja, das müsste ziemlich sicher er sein. Ist mir in der letzten Folge gar nicht aufgefallen, aber jetzt gerade so spontan? Doch, das müsste er sein. So, wir haben ordentlich Geld kassiert. Genau, Übernahme. Jetzt holen wir uns das illegale Geschäft, was wir uns in der letzten Folge auch geholt haben. Genau, das haben wir uns schon angeguckt. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen beeilen. Ich werde jetzt direkt auf ihn zugehen. Ich hoffe, dieses Mal sterbe ich nicht. So, wo ist der Oberboss hier? Du bist der Oberboss? Die Corleones möchten bei Ihnen einsteigen. Was ist Ihnen das wert? Heute ist der Glückstag, Mann. Ich akzeptiere. What? Ohne Gegenwehr. Wie geil. In der letzten Folge musste ich hier komplett hier ihn verprügeln und sowas. Und alle kamen auf mich zu mit Waffen auf einmal, obwohl ich das Geschäft schon übernommen hatte. Und bin dann gestorben und so weiter. Aber das geht ja total easy jetzt. Sie haben ein illegales Geschäft übernommen. Ab sofort erhalten Sie automatisch einen Teil der Gewinne. Zahltageinnahmen $400. Wie gut. Das gefällt mir. Das ist unser Revier. Schwör ab. Ja, will ich ja. Aber... Im Endeffekt gehört uns das jetzt hier. Und ich wollte nochmal was machen hier. Ich wollte die Musik nochmal ein bisschen reduzieren. Weil irgendwie muss ich die nicht so laut haben. Und teilweise in einigen Cutscenes kam es mir so vor, als wäre die Musik einfach viel zu laut gewesen. Und das hat alles übertönt. Und die Dialoge sind mir da im Endeffekt auch noch wichtiger. Auch wenn die Musik auch wichtig ist. Aber ich denke mal so, wenn sie so zur Hälfte laut ist, geht das ja. Wenn sie ein bisschen im Hintergrund hörbar ist, ist es doch okay, denke ich mal. Viel Glück, Sir. Was, viel Glück. Tja, ich schätze, jetzt gehört die Stadt den Corleones. Das kannst du so sagen. Und irgendwann gehört sie mir, vielleicht. Wenn ich mir das hier so angucke. Mit dem Karrierefortschritt. Don von New York City. Das heißt, im Endeffekt können wir wahrscheinlich sogar der Don selbst werden. Bedeutet das, wir müssen am Ende gegen den Don kämpfen? Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Und hier könnte ich den Safe aufmachen oder was. Aber da bräuchte ich, glaube ich, Safe-Knack-Skills, oder? Na, werde ich mir irgendwann mal angucken. Ach ja, Leute, das mit dem Don und so weiter müsst ihr mir nicht beantworten. Also wenn ich solche Fragen stelle, das ist einfach nur so... Ich versuche einfach nur hier ein bisschen mitzudenken, während ich spiele. Mir was zu überlegen, Theorien aufzustellen. Ich will das nicht gespoilert bekommen, weil ich kenne ja das Spiel nicht. Ist das das Schutzgeld? Was ich da gerade kassiert habe. Raus hier, verdammt! Was willst du von mir, Hagrid? Willst du eine Faust zwischen deine Augen? Dann sag Bescheid, dann kann ich dir aushelfen. So, hier waren wir in der letzten Folge stehen geblieben am Ende. Jetzt geht's weiter. Sprechen Sie mit dem Polizisten. Hey, das ist mein Revier. Du und dein Freund hier schulden mir Respekt. Okay, okay. Ich will keinen Ärger. Ich hasse Geizhälse. Aber... Gib mir, was du hast. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder. Hm?
Das kann durchaus passieren. Bestechung von Polizisten. Wenn sie einen Polizisten schmieren, hält er ihnen ein Weilchen den Rücken frei. Die grüne Bestechungsanzeige zeigt an, wie lange sie die Polizei unterstützt. Ach, rechts da, diese... Ah, so lange, okay. Und die unterstützen mich jetzt richtig, oder was? Okay, nächste Mission. Es ist immer dasselbe, Junge. Wenn du was ausfrisst, kriegst du Ärger mit den Cops. Und je schwerer das Verbrechen ist, desto wachsamer sind die Bullen. Erwarte nicht, dass sie dich allzu freundlich behandeln, falls sie dich nicht gleich erschießen. Senke deinen Wachsamkeitswert, indem du Cops schmierst oder in einem Versteck untertauchst. In jedem Viertel gibt es einen Polizeichef. Wenn du mit seiner Hilfe die richtigen Leute schmierst, schauen seine Leute weg, wenn du mit deiner Kanone wedelst. Wenn du es nicht zu bunt treibst, schlagen sie sich sogar auf deine Seite. Wenn du dich der Familie anschließt, bekommst du Toms Bericht. Unsere Jungs informieren Tom ständig über den Wachsamkeitsgrad in den einzelnen Vierteln. Behalte ihn im Auge, sonst verbrennst du dir die Finger. Ui, da muss man ja richtig aufpassen. Aber interessantes System auf jeden Fall. Bringen Sie Luca Brasi das Geld. Okay, ihn kann man nicht mehr ansprechen. Ich habe übrigens das Mikrofon nochmal ein bisschen anders platziert. Ich hoffe, das hört sich gut an. Ich bin da ja aktuell noch in der Experimentierphase. Also so nah ans Mikrofon möchte ich dann doch nicht gehen. Ich denke, das hört sich nicht gut an. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, so. Und ich denke, das ist ganz gut. Aber ich muss da immer noch weiter probieren. Mann, wieso dauert das so lange? Hast du das Geld? Ja. Los, gib schon her. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass der Job interessant ist. Hatte ich nicht recht? Ich möchte, dass du einen Freund von mir triffst. Poli Gatto. Zeig ihm das hier. Dann weiß er, dass du ein Freund von mir bist. Ich muss jetzt gehen. Der Problemlöser. Mission gemeistert. Geil. 750 Respekt und 1000 Dollar dazu bekommen. Und natürlich wieder ein Video im Filmarchiv freigeschaltet. Wahrscheinlich einfach nur eine alte Cutscene. Nice. Was wäre ich nur ohne diesen Job? Jetzt habe ich... Treffen Sie sich mit Falconite Social Club. Achso, im Falcon Knight Social Club mit Pauli Gatto. Hey, passen Sie doch auf. Hä, ich stehe hier einfach nur rum und du bist an mir vorbeigelaufen. Und da ist deine Zwillingsschwester. Also es gibt scheinbar nicht so viele Charaktermodelle hier. Und wird hier schon wieder geballert oder was? Nee, okay. Aber die Schmierung ist schon fast wieder hinfällig. Das gefällt mir nicht. Und wann bekomme ich endlich mal einen fahrbaren Untersatz? Kann mir der Don nicht einfach mal ein Fahrzeug spendieren? Er kann doch nicht erwarten, dass ich hier immer zu Fuß laufe. Ich kannte mal jemanden. Kehren Sie regelmäßig in Ihr Versteck zurück, um Ihre Fortschritte zu speichern. Achso, das muss ich immer wieder machen. Ich kann hier nicht übers Menü speichern. Ich finde, Truman war der beste Präsident, den wir je. Okay, und ich habe mir immer noch nicht eure Kommentare durchgelesen, beziehungsweise der zweite Part ist immer noch nicht online. Auch noch nicht der erste. Das wird aber heute passieren. Oder morgen. Das weiß ich noch nicht genau, aber ich werde bis dahin noch nicht skillen hier. Also ich werde da wirklich eure Kommentare abwarten. Ich hoffe, da kann mir jemand helfen. Na und nicht nur irgendwie was vermuten, sondern ich brauche wirklich Informationen, was mir das Spiel leichter machen könnte. Also ich muss wirklich wissen, wenn wirklich nur einen Tipp geben, wenn ihr wirklich wisst, wovon ihr redet. Wenn ihr wirklich wisst, was man skillen sollte. Weil sonst bringt mir das halt auch nichts. Okay, soll ich erstmal ins Versteck? Na, brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Gehen wir erstmal dahin, danach gehe ich dann irgendwann mal zum Versteck. Gangster mit den schwarzen Jacken gehören zu den Corleones. Na gut, das ist ein guter Tipp. Totengräber, Trainingsmission. Ach, das ist immer noch das Tutorial. Interessant. Ein Sizilianer darf am Hochzeitstag seiner Tochter keinem eine Bitte abschlagen. Und so kommt es, dass Bonaceras Bitte entsprochen und seine Tochter gerecht werden muss. Pauli Gatto, ein gemachter Mann der Corleones, arbeitet für Capo Peter Clemenza.
Marty Monk Malone, Helfershelfer der Corleones mit irisch-italienischer Abstammung. Aha. Das ist interessant. Ich möchte zu Pauli Gatto. Luca. Luca schickt seinen Boten. Bist du Lukas neuer Laufbursche? Ich spiele für niemanden den Laufburschen. Hey, reg dich ab. War nur ein Scherz. Ach, reg du dich mal ab, okay? Also, Luca hat uns schon von dir erzählt. Er will dich nur auf die Palme bringen, Pauli. Stimmt's, Pauli? Hält sich für einen Komiker. Das ist Marty Malone. Er ist kein schöner Anblick, aber... Meine Freunde nennen mich Monk. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Okay, okay, wir sind nicht zum Spaß hier. Los an die Arbeit. Kommt mit, es ist gleich um die Ecke. Die Tochter des Bestatters lag im Krankenhaus. Ein paar Typen haben sie übel zugerichtet. Sollen wir die Kerle umlegen? Nein. Wir haben klare Befehle. Wir sollen sie nur richtig verprügeln. Also bleibt ruhig. Ich zeige euch, was zu tun ist. Ich wette, mit der kommt unser Charakter zusammen. Ich habe gerade schon wieder so ein Gefühl. Pauli und ich sind nur deine Anstandsdamen. Sieh zu, dass du alles unter Kontrolle hast. Okay. Ja, ja, alles gut. Mach Luca nicht zum Lügner. Er sagte, es würde dir nicht schwerfallen, diesen beiden Degenerierten eine Lektion zu erteilen. Wir tun dir nichts. Wir wollen nur nicht, dass wir... Die sollen wir fertig machen. Na gut, auf geht's, Leute. Oh, Scheiße. Lauf ihnen nach. Haha! Ha. Oh, das muss doch wehtun. So, und jetzt hier. Nicht übel. Der Kleine kann kämpfen, Pauli. Werde ich doch mal wenigstens, ne? Was hast du mal einen Gegner in deiner Größenordnung? Wieso wirkt das denn nicht? Muss ich ihn vielleicht irgendwo gegenballern oder so? Gegen die Wand? Das Arschloch ist auf den Friedhof gelaufen. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Ach so, den muss ich mir holen. Steck den Schläger weg, Junge. Ist das hier so eine Art Bosskampf oder was? Drück ihn gegen die Mauer. Ha! Ja, ich versuch's ja, aber geht gerade nicht. Tut mit dem Controller. Ich muss ihn dann dagegen ballern, ne? Ha! Ha! Immer wieder auf die 12. Oh, er verwehrt sich. Ha? Ha? So besonder bist du also. Mit den Corleones legt man sich nicht an, mein Freund. Lass dir das eine Lehre sein. Mach ich doch! Mauerslam, halten Sie Ihren Gegner fest und belegen Sie den... So, und jetzt? Jetzt habe ich es endlich. Deswegen hat das nicht gezählt. Die Kleine... Wo bringst du ihn hin? Ziehen... Schlag ihm den Schädel ein! Kleine ist es nicht wert. Nochmal, bam! Na? Krieg ich hier die ganzen Moves beigebracht? Wirf ihn darüber. Worüber? Die Kleine ist es nicht wert. Wo soll ich ihn hinbringen? Ich sehe doch noch gar nicht. Wohin? Wohin denn? Was ist das für ein Fläschchen hier? Ah. So, jetzt hier. Ey, der hält aber mega viel aus, der Kerl. Ha.
Wo soll ich ihn hinbringen? Dahin? Ach du Scheiße, was ist das denn? Na wunderbar. Wie es aussieht, wohnt da drin noch niemand. Nein, er ist gleich da unten. Aber vielleicht hat er gerne jemanden zum Plaudern. Nein! Bitte! Ich tue es nie wieder. Wir wissen, dass du es nicht wieder tust. Mann, du weißt wohl nicht, dass man Damen anständig behandelt und mit Respekt. Aber jetzt ist es zu spät. Gute Nacht, Schätzchen. Kommt mit, das reicht. Das ging schnell. 0 von 1 Geld. Achso, da gab es einen Geldsack. Irgendwo. Hä, Mission wiederholen? Ich weiß es nicht. Wo war denn da ein Geldsack? Soll ich mir den nochmal reinziehen? Ich meine, eigentlich geht die Mission ja schnell, ne? Ach komm, eben, ich will den Geldsack haben. Vielleicht brauche ich den Kohle. Brauche ich die Kohle ja. Aber ich glaube, die sind für die 100% nicht wichtig. Aber ich gucke einfach mal. Ich will den irgendwie finden. Es war wahrscheinlich dieser eine Sack da, der da markiert war. So, let's go. Nicht lange fackeln, auf geht's. Ja, komm. Haben wir eh schon gemacht, haben wir eh schon gesehen. Let's go. Pauli und ich sind nur deine Anstandsdamen. Let's go, da sind sie. Oh, Scheiße. Wie sammle ich eigentlich was auf? Aber ich hab den ja schon. Degenerierten Lektion zu erteilen. Ja, wartet kurz. Ich hole mir eben den Geldsack. Das Schloch ist auf dem Friedhof. Was habe ich getan? Das ist eine Flasche. Wie grab ich die? Hä? Dann steck mal die Waffe weg, besser. Aber hier ist doch ein Sack. Ich will den sammeln. Oder ist das ein Sack? Ich weiß, was ist das? Was ist das hier für so ein... Hier ist die Schaufel. Aha. Aber hier soll irgendwo ein Geldsack sein. Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen neugierig, muss ich ehrlich sagen. Was für ein Geldsack. Der muss ja irgendwo sich hier befinden, oder? Aber da vorne, das kann ja eigentlich nur der Gegenstand da vorne sein, oder? Der da auf dem Boden liegt, den ich irgendwie nicht sammeln kann. Warum auch immer. Na, dann ist es wohl so. Dann kann ich das auch nicht ändern. Hä? Aber ich kann den ja nicht mal sammeln. Oder gibt es irgendeine Steuerung, die ich nicht checke? Gibt es irgendeinen Knopf, den ich gerade... Irgendeinen Befehl, den ich gerade nicht im Kopf habe? Aufsammeln. Ich habe jetzt alles gedrückt, das geht nicht. Na egal, ich kümmere mich mal um den hier mal schnell. Tut mir leid! Das geht auch schnell. Der Kleine kann kämpfen, Pauli. Was muss ich ihn hier gegenballern? Wo bringst du ihn hin? Ha! So gefällt mir das. Schlag ihm den Schädel ein. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Machen wir mal so. Na wunderbar. Ja, Mission erfüllt. Ich weiß nicht, was es mit diesem Geldsack auf sich hat. Ist, denke ich mal, nicht so wichtig. Wir machen einfach mal weiter. Warte mal kurz, aber hier... Das kann ja nur hier... Weiß ich nicht, was es damit auf sich hatte. Jetzt ist er weg, komischerweise. Also war das der Geldsack. Jetzt habe ich hier zwei Schaufeln. Oh. Das ist Skill, Leute.
Alter, das ist extremer Skill hier gerade. Er hat einfach die... Ich hab einfach die Schaufel dupliziert. Richtig gut. Wow. Vielleicht sollten wir aus der Corleone-Familie austreten und einfach Magier werden. Vielleicht sollten wir an die Hogwarts-Schule für Hexen und Zauberer. Vielleicht sind wir da besser aufgehoben. Aber gut, machen wir erstmal weiter hier im Programm. Luca hatte recht, du bist echt gut, Mann. Genau wie er gesagt hat. Jetzt verschwinde aber. Er wartet in der Bowery auf dich. In der Bowery, okay. Haben wir sie hart genug rangenommen? Na, immerhin haben wir sie nicht umgebracht. Clemenza wird zufrieden sein. Nein, aber die Kerle hatten Todesangst. Wir sind ein gutes Team. Ich melde mich wieder bei euch, Jungs. Man sieht sich. Ciao, ciao. Gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit, Jungs. Mhm. Gute Arbeit. Nein, den will ich nochmal anquatschen. Hey, Luca ist kein geduldiger Mann. Lass ihn lieber nicht warten, ja? Gut gemacht. Luca hat ein kleines Geschenk für dich. Geh jetzt. Gut gemacht. Oh, ein kleines Geschenk für uns. Interessant. Aber ich hätte mir gerne das Geschenk, was hier lag, genommen. Aber es ging ja irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso. So. Ich könnte mir eigentlich mal ein Auto klauen, aber ich habe keinen Bock, Stress mit den Bullen zu bekommen. Weil da hört ihr schon wieder die Sirenen im Hintergrund. Das ist eine gefährliche Stadt hier. Hm. Ich steig einfach rein, mir egal. Hast du heute Abend Zeit? Der Weg ist mir zu weit. Das ist, ganz ehrlich, schaffe ich nicht mehr. Okay, die Steuerung ist schon GTA-mäßig richtig cool. Richtig easy. Aber die Wachsamkeit ist gestiegen. Ärgerlich. Ab zu den Fischen. Trainingsmission. Da Don Corleone weiß, dass seine Weigerung, Solozzos Drogengeschäfte zu finanzieren, Folgen haben wird, bittet er Luca, sich zum Schein auf Solozzos, keine Ahnung, Seite zu schlagen. Bruno Tartaglia, Capo de Sina und Sohn von Don Tartaglia, Solozzo, der Türke, hilft den Tartaglias beim Aufbau ihrer Drogengeschäfte. Okay. Komm mit, es ist nur zu deinem Besten. Ja, endlich mal ein Schuss-Tutorial. Ein Schieß-Tutorial. Ein Mann, der mit einer Waffe umgehen kann, verdient Respekt, Junge. Sehr gut. Endlich lerne ich das mal. Das ist keine Kanone, wie du sie von der Armee kennst. Aber sie erfüllt ihren Zweck. Los, mal sehen, was du kannst. Hey, danke. Ist ziemlich laut. Gut, um Leute zu vertreiben. Und sie hat keine Vergangenheit. Okay, fangen wir an. Halten Sie L2 gedrückt, um die Waffe zu betrachten. Und dann nehmen wir das. Zielen halten. Passt dem Dummy ein paar Kugeln in die Brust. Okay, L1 zum Zielen. Dann könnte ich auch so nach oben gehen und ihm Header verpassen, oder was? Mit einer Kugel in die Schulter kannst du einige Leute entwaffnen. Wenn du jemanden aufhalten willst, schieß ihm ins Knie. Bang. Mauern bieten eine gute Deckung, Junge. Schieß jetzt von der Ecke auf diese Puppe. Gut, jetzt die andere. Zu Befehl, Sir. Ja, so geht das. Arbeiten wir an deinen Schießkünsten. Ja, was soll ich tun? Feuere einige Schüsse auf den LKW dort ab. Ich rufe die Polizei. Was? Ich soll das machen? Das ist das Tutorial. Nicht die Polizei rufen, bitte. Maul halten! Verdammte Arschlöcher! Jagt dem LKW ein paar Kugeln in den Kühler. Schnauze! Verdammt nochmal! Das ist nicht richtig! Wie lange soll ich das noch machen? Luca,
Ich habe doch hier schon so viel reingeballert. Hallo? Hier oben oder was? Reicht doch langsam, oder? Lade häufig nach, Junge. Ein leeres Magazin kann dich den Hals kosten. Nachladen, drücken Sie Pfeil nach oben, um Ihre Waffe nachzuladen. Pistole wegstecken. Ah, so steckt man die Waffe weg. Pfeil nach unten. Also genau, die Richtungstaste nach unten. Du musst dem Don einen Gefallen tun. Niemand weiß von der Sache, nur wir beide. Und das soll so bleiben, okay? Ich soll so tun, als wäre ich mit der Familie unzufrieden. Don Corleone hofft, dass mich Solozzo dann anheuert. Solozzo heißt das, wird das ausgesprochen, alles klar. Wir müssen nach Mittag. Du fährst und hör mit der Fragerei auf. Hä? Ich stell doch gar keine Fragen. Warum meldet sie sich nicht? Oder kann er mich etwa über das Mikrofon hören? Es wird mir langsam unheimlich hier, wenn es so weitergeht. Naja, let's go. Ich finde Truman. 4 Minuten Zeitlimit, was ist das denn? Wieso werden wir jetzt so unter Druck gesetzt? Ich wollte jetzt eigentlich gleich mal die Folge beenden, aber jetzt bin ich hier schon wieder mittendrin. Ich komme nicht ganz dahinter, was dieser Solozzo im Sinn hat. Vielleicht kannst du rausbekommen, was er in Wirklichkeit hat. Geh zu den Tartarios und lass durchblicken, dass du dich nicht mehr so wohl fühlst bei unserer Familie. Finde raus, was du kannst. Okay. Don Corleone, ich fühle mich geehrt, dass Sie mir diese Aufgabe anvertrauen. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Danke. Okay, und wir haben gerade ein neues Viertel entdeckt, Midtown. Also wir sind jetzt in einem neuen Stadtteil. Ist das hier richtig? Ah, da kommt ein Tunnel. Ah, okay. Immer weiter geradeaus. Ich will mir mal nicht so viel Zeit lassen, weil wir haben nur noch 3 Minuten. Und ich weiß nicht, wie weit wir müssen. Tippen Sie Kreis an, um enge Kurven mit hohem Tempo zu fahren. Oder mit hohem Tempo zu fahren. Okay. Yeah! Das geht doch einigermaßen. Die Steuerung ist ziemlich einfach. Nice. Da drüben ist eine Gasse. Von dort kannst du das Treffen genau beobachten. Und falls irgendwas passiert, verschwindest du sofort und suchst Monk. Du bist mit der Corleone-Familie nicht zufrieden? Willst du bei mir mitmachen? Was springt für mich dabei raus? $50.000 für den Anfang. Nicht schlecht. Was ist? Einverstanden? Danke. Oh shit. Das ist nicht nach Plan verlaufen. Ganz und gar nicht. Lukas ist tot? Was? Sie haben ihn umgebracht. Ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Ich hab den Mistgas. Okay, ich bin in Deckung. Komm raus. Zeig dich. Headshot. Nice. Ich habe ihn erlegt. Wir werden dich rächen, Luca. Du wirst nicht vergebens gestorben sein. Nice. Was heißt dieses plus 15 Vendetta? Das heißt wahrscheinlich... Ach, stimmt ja, man wird ja... Also, so habe ich es ja gehört und gelesen. Man wird ja irgendwann angegriffen, wenn man zu viele
so viele Verbrecher eines bestimmten Syndikats umgebracht hat. Das könnte sein, dass sie uns irgendwann angreifen werden. So, wo ist denn der Oberboss hier? Okay, nice. So langsam komme ich rein ins Spiel. Das ist echt, die Steuerung ist echt... ist echt einfach. Ist echt intuitiv eigentlich, kann man sagen. Die ist echt nicht... Das unterscheidet sich nicht großartig von GTA. Klopf, klopf. Der Teufel ist da. Der Teufel mit den kristallklaren blauen Augen. Na komm schon. Was ist los jetzt hier? Kommt der jetzt von der anderen Seite oder was? Denkt er jetzt, ist ein ganz staus Bürschchen oder was? Okay. Was wird das hier? Wird das hier ein Versteckspiel? Ach du Scheiße, hat mich getroffen. Shit, komm. Der ist nicht schlecht, aber ich komme jetzt. Attacke. Nice. Wir haben's. Ah, ich glaube, das war einfach nur eine Lebenspulle, oder? Das hat jetzt gerade irgendwie ein bisschen Leben gegeben. Begeben Sie sich in Ihr Versteck. In 3 Minuten? Wieso ist dann jetzt hier ein Zeitlimit? Weil die Verstärkung langsam anrückt, oder warum? Warum müssen wir denn jetzt so hetzen? Hm. Naja, gut. Soll mir recht sein. Weg hier. So, ich pack mal die Waffe weg besser. Und dann gönne ich mir mal die Karre hier, würde ich sagen. Werde ich jetzt verfolgt, oder? Was soll diese Musik mit mir sagen? Na, egal. Wow, die Cops! Ach, du Scheiße. Die Cops sind am Start. Ja, meine Güte. Was mache ich denn jetzt? Ja, okay, die sind aggressiv, die Bullen hier in dem Spiel. Damit habe ich nicht gerechnet. Junge! Junge! Was ist das? Okay, das ist krass. Moment kurz, ich habe den Sound ein bisschen zu laut in meinem Ohr. Weil dann neige ich immer dazu, auch lauter zu werden, obwohl es gar nicht sein muss. Junge! Die sind ja genauso aggro wie in der Cutscene vorhin. Das ist ja nicht wahr hier. Junge, 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 Junge. Ich muss raus. Ich brauche eine Karre und zwar schnell. Bleib stehen, komm. Raus da. Verdammt nochmal. Steig doch da ein, Mensch. Alter, die werden immer aggressiver, die Bullen. Das gibt's nicht. Wie aggro sind die denn in dem Game? Und die holen einer halt auch immer wieder ein, ne? Das ist ja nicht so, dass man da irgendwie mal Abstand gewinnen könnte. Ich muss jetzt verstecken, aber mal ganz, ganz schnell jetzt langsam. 1 Minute nur noch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das Zeitlimit abläuft. Dann kann ich die Mission wahrscheinlich nochmal wiederholen oder so. Da habe ich ja gar keinen Bock zu. Shit, da hatte ich reingemusst. Shit, da fahre ich auch noch ein. Aber irgendwie verfolgen sie mich gerade nicht. Hat das damit zu tun, dass ich in einem anderen Gebiet jetzt wieder bin? Ich hoffe. Ah. So, da sind wir. Rein da. Schnell, bevor sie uns sehen. Oh, geschafft. Mein Gott. Ja, hallo? Monk. Ja? Monk, etwas Schreckliches ist passiert. Hey, nicht am Telefon, Kleiner, okay? Wir müssen uns treffen. Wo? Beim Friseur in der Mott Street. Ich werde heute Nachmittag dort sein. Aber... Früher kann ich nicht. Machst du niemandem ein Wort klar? Wir sehen uns später. Ab zu den Fischen. Mission gemeistert. 3500 Respekt, $2000. Aber wir haben Lukas verloren. Und ich habe schon wieder einen Geldsack nicht gefunden. Hm.
Okay, die Wachsamkeit wird reduziert und die Vendetta ist auch wieder gesunken. Und ich habe 4 Fähigkeitspunkte, die ich verteilen kann. Aber da warte ich nochmal eure Kommentare ab. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, hau ich mich mal in die Falle. Und überschreibe mal den Spielstand. Beziehungsweise soll ich einen neuen machen? Schadet ja eigentlich nicht, ne? Wenn mal irgendwas sein sollte, kann ich zumindest einen anderen wieder laden. Und muss ich wieder komplett von vorne beginnen. Ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.